Geilomatico. Geilo, geilo, Matico. Wo muss ich denn jetzt dahin? Jetzt bin ich irgendwie in einem Hallen im Becken. Einfach wegschwimmen davon. Ich bin gar nicht übrig, ne? Boah, so schnell bin ich in meinem Leben noch nie geschwommen. Oh, da schwimmt nur noch der. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Ich komm gleich hoch, ne? Puh. Hui. Hier geht's wohl nicht weiter. So, gehen wir jetzt bei den Girls rein, sagst du? Weil ich könnte mal ganz und fix hier mal zwischen gucken. Wenn nicht irgendwas Sinniges ist, was wir vielleicht mitnehmen können. Aber eher nicht. Eher nicht. Meine Damen, meine Herren, eher nicht. Wobei hier vielleicht mal was drin ist. Also, bis auf dreckige Klos. Wobei hier habe ich da was, oder? Okay, geh mal zu den Mädels. Gehen wir einfach mal zu den Mädels und schauen. OB, ja? Die ganz dicken. Wenn es mal wieder knüppelhart kommt. Oh boy. Lass mal ein bisschen duschen. Schön im Blut. Geil. Ich glaube, dann kannst du ja auch gleich eine ganze Toilettenrolle unten reinstecken, oder? Ich glaub, dann dürfte es passen. Kann ich hier weiter? Kann ich nicht mehr weiter. Was muss ich denn machen? Was muss ich jetzt hier? Muss ich da reingreifen? Ah. Ich mach mal wieder zu. Okay, hier ist auch echt nicht hübsch. Wo muss ich denn jetzt? Kann auch nicht ausmachen. Steht hier irgendwo was? Okay. Also der Protagonist weiß auch nicht Bescheid. Blockiert. Oh! Erschreckt mich halt! Wo ist die jetzt reingemacht? Ist jetzt zu den Männern? Warum gibt es hier eigentlich kein Exit? Okay, der war meins, gibt hier so ein Exit. Warum ist hier zu den Männern rein? Dieses Klo, ja. Haben sie es vielleicht auch genommen, so ähnliche Sachen. I don't know. Verschlossen. Dann gehen wir hier rein. Okay, von da kommt das Böse. Ich nehme jetzt einfach mal das Böse. Weil es mich immer tötet. Da komme ich schon nicht weiter. What the fuck? Ja, was denn jetzt? Fuck. Kommt's jetzt oder kommt's jetzt nicht? Okay, komm ich auf was nicht rein? Einfach nochmal. Ah, safe liegen! Hallo, EDV-Unterricht, sagt er. Hier werden auch bestimmt ein paar Batterien rumliegen, oder? Oder zumindest mal ein Zettelchen. So, was könnte da jetzt stehen? Ich mach mal kurz einmal Stopp. Not killing vielleicht? Killing is worse, also schlechter. Then lying? Irgendwie sowas? Kann das so korrekt sein? Ich glaube auch. Ja, also nicht töten ist schlimmer als lügen.
Haben wir hier mal eine Batterie? At least that. At least that. So, muss ich jetzt wieder gänzlich zurück? Wahrscheinlich jetzt in die komplett andere Richtung, oder? Mal, hier ist verschlossen. Von da kam mir das Böse. Hier haben wir einen super Ausblick auf die Halle, also aufs Heimbad. Aber hier sehe ich wieder ein bisschen was. Wenn es so dunkel ist, dann wirkt das auch schon echt angsteinflößend, ne? Oh, hi, der Witzka! Also ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn das Blut jetzt von ihr ist, dann wäre ihr nicht mehr wirklich zu helfen. Aber gehe ich jetzt mal nicht davon aus. I guess. Öffnen. Die Ranken an der Wand an Strange... Ja, das ist möglich. Okay, I think we're back. I think we're back. Haben wir hier generell einen blutigen Regen, ne? So, und da sind wir auch schon wieder. War das letzte Mal auch schon so schnell eingestellt? Gott, es fühlt sich gerade so heftig schnell an. Ich muss mich gerade mal wieder an die Sicht gewöhnen, Freunde. I'm sorry. Aber das ist ja das letzte, was wir gesehen hatten mit diesem Blutregen. Falls es Blutregen ist, könnte auch einfach normaler Regen sein. Warte mal. Könnte tatsächlich auch normaler Regen sein, einfach dass der Himmel rot ist und dementsprechend wirkt es wie Blut. Aber, wenn ich jetzt mal nach oben gucke und ein bisschen meine Linse ja voll bluten lasse, ja, dann sieht man, dass es rot ist. Das wird röter. Also sprich, das ist wirklich Blut, ja? Oder es ist halt wieder irgendwelcher Sand, der aus der Sahara hingeweht ist, ja? Und dementsprechend dann den Regen rot wirken lässt. Kann auch möglich sein. So, wir gehen mal weiter. Up, up we go. Wir wollen ja immer noch zur Mine. Eine Mine. Warte mal, warum ist es eigentlich so dunkel? Oh. Mensch. Das sind rote Beete. Du meinst der Saft von rote Beete. Das eventuell. Weil wenn die rote Beete runterregnen würde, dann sieht er ein bisschen anders aus. So, wir schauen mal kurz. Jetzt muss ich mal Steuerung technisch gucken. So war das, glaube ich. Raining blood. Ah. Dripping off her shoes, I think. No. Just... I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Hä? Was hat er jetzt genau gesagt? Es tropft vor den Schuhen. Er will am besten nicht ins Blut treten. Wenn es hier überall Blut regnet, wie will er bitte schon das schaffen, da nicht reinzutapsen? Oder gibt es hier gleich so heftig große Pfützen? Wo man eventuell reinmachen könnte. So, da haben wir die Brücke, wo wir man hätten eigentlich gehen können, aber die war ja irgendwie eingestürzt. Bin mal gespannt. Oh, hiermit können wir nicht mehr sehen, ne? Okay. Wie viel Batterie? Ich müsste einmal kurz Inventur machen. Ja, nett, dass du mir das sagst. Ja, der Mineneingang ist normalerweise auf dem obersten Deck. Oder Level. Whatever. Ja, was der nicht alles weiß. Aber wir haben noch vier, warte mal, vier oder fünf, ist da auch noch eine? Batterien und noch drei Verbände. Also, es sollte erstmal noch reichen. Schauen wir uns nochmal um. Er macht die auf, er macht sie wieder zu und dann soll sie verschlossen sein. Sie verarschen. Dann kannst du einfach sagen, dass du keinen Bock hast, da reinzugehen. Ist doch in Ordnung. Doch alles vollkommen tutti. Bitte was? Please repeat. Ich habe das nicht... War es eine Kinderstimme? Das ist ein bisschen angehört, ne? Das sieht so ein bisschen so aus wie das Teil, was die Alte da auf ihrem Stab hat. Halt wie so ein Kreuz, ne? Okay, wir müssen irgendwie nach oben, Freunde. Ich laufe jetzt einfach geradeaus hier. Just go. Da haben wir schon wieder eine Leiche, die so ein bisschen im Wind wackelt. Aber Gott sei Dank fixiert mit Stacheldraht.
Mit Stachel dran. Okay. Okay. Ah, Mensch. Oh, wie viele Leute haben die denn hier abgeschlachtet? Ja, es ist ein absolut abgelegenes... Wobei, gut, die haben sich ja untereinander vermehrt, ne? Da bümselt ja jeder mit jedem. Da bümselt ja jeder mit jedem. Und da haben sie ja ganz, ganz viel gezeugt. Ganz, ganz viel gezeugt haben sie da. Oh, guck mal. Der ist hungrig. Oh, warte mal, die sehen immer noch frisch aus, ne? Die sehen auch noch frisch aus. Also er jetzt hier nicht. Doch schon irgendwie. Aber der sieht super frisch aus, ne? Der gerade aufgehangen wurde. Warte mal, von wo? Von da kam ich. Also hier nochmal weiter. Wir schauen mal. Wie viele Leichen die einfach haben. Oh. Hey! Das kann doch wieder nichts Gutes bedeuten, oder? Wenn ich hier gerade so ein bisschen eingesperrt werde. Grüße. Die Schritte gehört? Hier ist dunkel, okay. Ich gehe mal kurz auf Tauchstation. Ich muss mal kurz hier die Lage sondieren, Freunde. Ob hier jemand noch ist. Weil ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade ein paar Schritte gehört habe. Hier hinten haben wir nochmal einen Schriftsatz. Den lesen wir uns. Ist das eigentlich, ich weiß halt immer noch nicht, ob das Spiel gestoppt ist, wenn ich das angucke, ne? I have literally no fucking clue. So, wir lesen es mal kurz einmal durch. Kapitel 13, Vers 1. Und diese Zeichen werden die Öffnung der Scheide der Hölle ankündigen. Vers 2. Die Nacht wird singen mit den Wettsteinen und Messern der... Das haben wir doch schon gelesen. Ist das schon wieder das, oder nicht? Wobei, das war mit einer anderen Versauflistung. Vielleicht kommt noch irgendwas anderes dazwischen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten es doch einmal lesen. Furchtsam Klagen der Gerechten wie Sünder. Vers 3. Und das letzte Zeichen sei Werk des Feindes, der ängstlich war in seinem Gefängnis. Greift in das Herz Sullivan Knoth, treuesten und liebsten Schülers. Vers 4. Denn jeder ist heimlich, starrhälsig und unbeschnitten im Herzen, Nachkommen Seth, Nachkommen Kains, denn das Älteste und Beste des Kindes und sein Blut bringt nur der Erde Leben. Vers 5. Der Geist des Anhängers stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnenäugigen Lammes. Vers 6. Es sei Verrat an Temple Gate und an Gott und selbst an Sullivan Knoth, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. Vers 7. Und Ketzer werden sich unter den Gerechten erheben und sie sollen 1000 Qualen erleiden und 7x7 Schande vor dem Tod und im Leben danach. Vers 8. Und seht, wenn der Prophet die Wahrheit spricht, sei das Kind im Leib der Märtyrerin von Furcht erfüllt. Also was die ganzen Sachen von diesem Gospel, also von diesem Evangelium jetzt auf sich hat, das weiß ich halt immer noch nicht, aber vielleicht, ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht wird ja noch irgendwie ein Schuh draus. Aber gut, wir haben vor allem auch nur einen Weg, den wir hier lang gehen können, ne? Das ist halt absolut eine Sackgasse gewesen, wo wir da gerade waren, ne? Das heißt, wir können effektiv nur hier lang. Holy shit! Hallo. Hallo. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Golfbag, ne? Bloß, dass man da keine Golfschläger drin hat, sondern Hände und Füße. Ich meine, mit denen könnte man effektiv auch Golf spielen. Ja, oder sogar Hand- oder Fußball. Okay, wir gehen mal weiter. Ich sehe halt hier super wenig, ne? Machen wir mal. Unter Nachtsicht an. Da wird da bestimmt gleich irgendwas kommen, oder? Kann ich hier drüber? Oh, ich kann drüber. Das sieht so aus, als ob hier. Als ob ich gleich hier irgendwie weglaufen müsste. Da wird 100% irgendwas kommen, Freunde. Ich sage es euch so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist zum Lupen prädestiniert.
Das ist zum Lupen. Ist aber... Die sind schon wieder fliegen, scheint mir, oder? Oder ein Gestank? Habe ich gepupst? Ich weiß nicht. Vielleicht beides. Verstecken. Okay, ich kann mich also auch verstecken. Na gut. Ich mache, glaube ich, zu viel Lärm, oder? Also ich bin gerade nicht so am Stück. Oh. Da oben ist jemand. Oder? Hallo? Schnell mal rüber. Einmal tänzeln, bitte. Ich sollte vielleicht hier... Oh. Ich komme halt trotzdem an die Ketten dran, ne? Da könnte man mich durchaus hören. Irgendwas kommt hier gleich, ne? Oh, da hinten wackelt schon was. Da ist jemand durchgelaufen. 100 pro. Okay, ich warte mal. Ich muss mal nachladen, Freunde. I have to reload. Warum wackeln die denn so? Psst. Mach mal weiter. Ich hoffe, ich werde wahrscheinlich hier gerade irgendwas übersehen haben, gehe ich mal von aus. Aber ich habe Angst, dass hier gleich wirklich was ankommt. Hier wackelt alles. Hier ist der irgendwo. Wahrscheinlich kommt jetzt Jumpscare, oder? Komm mal, komm mal. Grüße. Grüße. Holy. Ja, wusste ich doch. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Nippon, ne? Geht schon super los. Wait, Lynn? Have you seen her? They killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Puh. Ja. Das Thema ist es, dass das schützt einem ja zwangsweise nicht davor, dass man sich trotzdem erschreckt, ja. Weil das Thema ist, es war ja bloß eine Vermutung. Es war ja nicht ein hundertprozentiges Wissen. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, okay, im Laufe des Streams werde ich einmal schreien, dann weißt du, okay, irgendwo werde ich mich erschrecken, aber du weißt halt nicht wann. Ja, und genau so war es ja gerade. Vielleicht soll ich... Okay, ich kann nicht mehr zurück, Freunde. Ich kann nicht mehr zurück. I have to go. We have to move forward. Move, move, move. Wo ist denn jetzt eigentlich hingemacht? Der Jute. Da komme ich schon mal nicht weiter. Wo ist denn der hin? Wo muss ich denn... Weiter. Komme ich auch nicht weiter? Hier komme ich auch nicht weiter. Wo ist denn der jetzt hin? Er ist doch hier irgendwo lang gelaufen. Ach, da hin. Ach, hier durchgemacht ist er. I see. Wir sind... Oh, wir sind in der Schule. Oh nein! Ja gut. Das wollte ich jetzt nur mal kurz der Vollständigkeit halber machen. Just like that. Warum ist das so heftig hell? Wieso fällt es wieder in der Schule? Wo ich übrigens auch immer noch nicht weiß, ja, hier ist ja irgendwie Jessica unterwegs mit irgendwelchen Zungenviechern. Manche Frauen stehen drauf, ja. Sie scheinbar nicht. Ich übrigens auch nicht in dem Fall. Was das jetzt genau mit der Story auf sich hat? I don't know yet. Ringu? Okay, no Ringu. Oh boy. Oh boy. Schauen hier nochmal ganz, ganz fix. Will ich nicht irgendwas Tolles finden, aber nö. Boah, ist das hell! Können wir ausmachen? Das ist halt immer super, super schade, wenn man eigentlich gründlich sein will. Ja, dann geht man in irgendeine Richtung und dann war es genau die Richtung, wo das Spiel eigentlich sagt, hey Mensch, da geht's weiter. Und du kommst nicht mehr zurück. Und auf der anderen Seite hätte noch was liegen gekonnt. Ich habe keinen Platz mehr. There's no place space left in my inventory. Okay. Müssen wir wahrscheinlich hier weiter. Aber ist doch schon offen. Ist wie so ein EDV-Raum? Hallo? LAN-Party? LAN-Party habe ich gehört. Oh, hier ist eine Glasscheibe. Da kann man nicht durch. Ja? Wobei, können eventuell schon.
Ist halt nur nicht ganz so geil. Ist halt nur nicht ganz... Oh, der ist an. Interagieren. Hey, Jessica. Bist du da? Hi. Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Ich will mich nicht umdrehen. Wieso habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt umdrehe, kommt irgendwas komplett anderes? Ich war's das. Oh boy. Womit hat sie denn jetzt gerade geschrieben? Dreh dich um. Ich kann dich sehen. Was heißt das? Blake against the machine, okay. War das auf deinem Bildschirm, das Fenster, das du zugemacht hast? Nichts. Ich blödel nur herum. Ganz verstehe ich diesen Computer-Dings noch nicht. Ich helfe dir gerne. Oh. What's going on here, guys? Oh. Was muss ich hier aufnehmen? Ich nehme einfach mal auf. Mal gucken, was passiert. Let's have a look. Es flackert gerade schön. Ja, also falls ihr prädestiniert seid für epileptische Anfälle, passt jetzt auf. Wobei wir hören ja immer ständig nichts, ne? Ja, es bringt uns reichlich wenig gerade, ne? Hier kann ich nochmal ganz fix einmal schauen. Schriftsätze kann ich ja Gott sei Dank noch lesen. Aber hier gibt es halt nichts Tolles. Nothing. Sensible High School. Faith, Joy, God, Parish, Nation, Vocation, Families and Community. Okay. Komm ich hier rein? Oh, hier komme ich auch rein. Eine Batterie wäre noch super. Ich liebe es, Batterien mitzunehmen. Por favor. Ich weiß nicht, was Batterie auf Spanisch heißt. Ja, necesito un batería vielleicht. I don't know. Die ist halt einfach super dunkel. Okay, da kommen wir schon mal nicht mal rein. Sehr schön. Das heißt, wir wissen schon mal, wir müssen da lang. Ist ja auch schon mal was wert. Hier. Kam ich von da? Nee, oder? Jetzt komme ich auch nicht rein. Hier ist schön hell. Komme ich auch nicht mal rein? Kann ich, warte mal. Stand da? Ach so, verschlossen. Ach, wir sind schon wieder... Wir sind schon wieder beim Hallenbad. Los Batterios, ja. Maybe even that. Manchmal kann es so einfach sein. Oh, oh. Hallo. Hey. Jetzt wink doch mal. Hallo. Geht die schon wieder bei den Typen rein? Ne, ist bei den Mädels diesmal. Aber die hinterlässt das, ne? Oder ist die das Zungenviech? Also dann muss ich sagen, Hut ab. Ja, wenn die so krass mit ihrer Zunge umgehen kann, das kann als Frau nur Vorteile haben. Ja. Das kann nur Vorteile haben. Ich guck nochmal hier. Da geht's schon mal. Hier kann ich nochmal rein. Als Mann übrigens auch. Seien wir doch mal ehrlich. Ja. Seien wir doch mal ehrlich. Hier haben wir nochmal einen Schriftsatz. Nee. Was haben wir da? Was soll das heißen? Holy Me? Also ich glaube, das heißt irgendwas mit Me. Das andere könnten mehrere Sachen sein, ne? Help me? Help me wahrscheinlich. Help me. Hilf mir. Das wahrscheinlich. Help me würde keinen Sinn ergeben. Holy Me? Ja, heiliges Ich. Schon eher. Ja, aber ich glaube, Help me würde es dann wahrscheinlich sein. Help me würde es dann wahrscheinlich sein. Hold me. Hold me würde auch noch gehen. Laut Google Translator, Batteria. Ah, siehst du? Wusste ich doch. Ja, manchmal kann es so leicht sein. Ja. Manchmal kann es so leicht sein. So, wir schauen mal weiter. Wobei hier komme ich gar nicht weiter. Nun. Aber das finde ich wieder schön, dass sie es so gemacht haben mit dem Spiegeln, ja. Das sind so Kleinigkeiten. Diesmal spiegelt es sogar das Richtige. Nicht über Outlast Whistleblower. Ja.
Das finde ich aber schön. Schön gemacht. Oh hier. Komme ich auch rein. Glaube ich. Hallo? Ich möchte mal bei den Mädels lunzen. Hä? Ist das? Nee, ist bei den Jungs. Okay, aber mein, ich bin ja sogar richtig. Tatsache. Ha! Huh. Okay, gibt's noch nichts Interessantes? Nö. Aber jetzt wissen wir zumindest mal, wo die wohl Toiletten sind. Ja, falls wir gleich ganz, ganz tierisch dringend auf Klo. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Haha, I see you! Man merkt schon, da ist so ein bisschen. Wobei, okay, die wird unter 18 sein. Wenn ich jetzt sage, sexuelle Spannung wäre ein bisschen doof. Deswegen sage ich es jetzt mal nicht. Wir gehen aber kurz bei den Mädels gucken, ja? Ja, ein bisschen Gleichberechtigung für alle. Oh, mach doch auf jetzt. Bei den Mädels ist aber effektiv nicht sauberer, scheint mir. Ja, aber es gibt Verbände direkt neben der Toilettenschüssel. Ja, da war wahrscheinlich kurzweilen auch mal so ein bisschen Toilettenpapierknappheit und dann nimmt man einfach Verbände. Warum auch nicht? Ja, und diese Verbände kann ich dann jetzt nutzen. Oh, ich komme jetzt nicht vorbei. Kann ich ja jetzt nutzen, um mich zu verbinden. Ja, dann hat man schon direkt ein bisschen Mittel drauf, ja, was das eventuell ein bisschen kleben lässt. Ach, guck mal, die beiden. Nee, wobei, kennen wir ihn nicht? Der sieht so ein bisschen aus wie der Knoth, oder? Bisschen, eventuell. Die sehen alle so komisch aus, ne? Wobei, er sieht noch sympathisch aus. Der geht noch klar. Wo die anderen? Ich sag mal so, bei den anderen würde ich mein Kind jetzt nicht mit zum Schwimmunterricht schicken. Ja, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Okay, hier komme ich nicht weiter. Und hier ist auch blockiert. Okay, wir müssen wieder zurück. Da, wo wir Jessica gesehen haben. Hier, wo netterweise der Mülleimer uns die Tür aufmacht. Guck mal, die hat sogar extra gewartet. We're not alone. Okay, where's Michael? Und Michael, nein, diesmal meine ich nicht dich. Ich meine jetzt Michael Jackson. Ja, wegen You are not alone. Okay, ihr kennt das wahrscheinlich. Never mind. We're not alone. Hallo? Achso. Die ist da runter gemacht, ne? Aber ich kann auch hier weiter. Ne, war ich hier jetzt nicht gerade schon? Das sind wieder diese Computerräume. Ich glaube, hier war ich schon. Bin ich da irgendwie hier lang gelaufen? Aber hier kam ich, glaube ich, noch nicht rein. Jetzt ist hier verschlossen. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss jetzt nochmal außen rum, oder was? Einfach, weil es so lustig ist? Ich glaube, ich muss jetzt außen rum, Freunde. Aber er läuft irgendwie verdammt schnell, ne? Krass. So, also ich sollte vielleicht direkt die Treppe runter. So, mach auf da. Warum wir es jetzt von einer Seite verschlossen haben? Durch kann ich ja. Scheinbar. Aber scheint wahrscheinlich so eine Sicherheitstür zu sein, die man halt nur von einer Seite öffnet. Hatte ich damals bei der Realschule auch. So Türen, die man nur von innen aufmachen konnte, aber nicht mehr von außen. Es sei mal einen Schlüssel gehabt. Als Schüler halt eher nicht. Das Teil kann sogar rennen? Ist das jetzt sie? Von da kam ja die Schreie, ne? Ich glaube, ich laufe lieber. Tschüss! Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier lang, oder? Kommt es jetzt eigentlich mit? Ich habe Angst, wenn ich zu lange warte. Jetzt komme ich schon wieder nicht rein. Aber das Vieh scheint nicht hochzukommen. Ich muss nur nochmal rum. Weil es so schön war, ja? Weil es so schön war. Einfach nochmal ein bisschen laufen, ja? Ein bisschen joggen. Ist das so gewollt? Oh, speichert, ich glaube schon. Oh, jetzt bin ich wieder back in business. Freunde, real time. Hä? Wie bin ich jetzt hier gelandet? Vom Regen in die Traufe, ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Wobei es jetzt keine Traufe ist. Das sieht mir aus wie so ein Trog zum Süppeln oder was das darstellt, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ja, Mensch. Cool, cool, cool. Könnte ich wieder rein? Puh. Da ist irgendwas. Ich versteck mich jetzt mal kurz. Schön, ich kann ja da gucken, ne? Einfach Blutregen, ja. Once a month, ja. Once a month kommt das vor. Glaube ich. Also, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich glaube, es kommt noch nicht her. Mensch, aber lucky me, dass es direkt zugefallen ist, ja? Kommt er nicht hinterher. Mensch. Krasser Shit. Aber hier ist halt gar nicht mal so dunkel. Das heißt, der würde mich im fünften Fall sogar sehen. Wenn er jetzt wirklich hier reinmacht. Ich glaube, es ist über mir, oder? Irgendwas ist jetzt hier. Ich glaube, über mir. Something, something, guys. Oh mein Gott. Wenn man vor allem nicht weiß, wovon es kommen wird, kann, whatever. Immer ein Schriftsatz, sehr schön. Ja. Nochmal so ein Evangelium. Schauen wir uns das nochmal an. So ein bisschen, ganz in Ruhe ein bisschen lesen, ja? Kapitel 12, Vers 1. Und nun endlich aus dem Tempel die Lehre des Sullivan Knoth, Diener der Wahrheit und Gläubiger, Zeuge, das Tor zum Paradies, der uns liebte und reinigte von unseren Sünden in unserem Blut. Vers 2. Gedenke, du bist gefallen und schuldest Buße. Blutig Werk steht bevor, darum härte dein Herz und Hand und schärfe die Klinge. Vers 3. Und wisse, jene Dinge kommen dem Antichrist zuvor, doch fürchte nicht, was du erleiden wirst. War nicht normalerweise vor dem Antichristen so die Apokalypse oder kam die erst danach? Weiß ich nicht. Vers 4. Fürchte nicht die Träume, die jenseits des Schlafes wandeln, die dich fesseln und foltern werden, die deine unbußfertigen Sünden aus den Verliesen deines Geistes reißen. Vers 5. Und deine Fehler, selbst die jungfräulichen Ängste deiner frühen Jahre sollen dich heimsuchen und du sollst bluten und weinen und Reue zeigen. Vers 6. Denn die Sünde der Vergangenheit werden auferstehen, bevor es die Toten an den letzten Tagen tun. Das klingt schon wieder nach Apokalypse. Denn du bist schwach und hast alle Namen verweigert und in Zeiten der Versuchung zu lang gezögert. Vers 7. Und die Luft wird schwer sein wie Heuschrecken und dein Atem stoppen. Hört sich ein bisschen an nach den Plagen, ne? Nach den Plagen, never mind. Vers 7. Nee, da waren wir schon. Vers 8. Und du wirst überkommen werden von Beulen und Krankheit. Dein Körper sei Tempel und Heim der Seuche und dein Geschlecht wird welken und rotten wie Aas für die Geier. Vers 9. Und die Leichen auf dem Wasser liegen dicht an dicht und sind fest wie Land. Und der Tod ist eine offene Tür, die kein Mann schließen kann, und die Engel hören deine Stimme nicht. Vers 10. Und die Adern des lügenden Gottes im Himmel werden geöffnet, und sein Blut falle wie Regen, denn darf nichts leben, findet Gott Vollkommenheit nicht in seiner Vollkommenheit selbst. Jetzt sind wir ja schon beim Regen. Also sind wir jetzt quasi schon am Ende. Richtig? Or not? Ja, also der ist definitiv schon am Ende. Der hat schon durchgespielt. Ja, der denkt sich so, hey Mensch, jetzt Pause angesagt. A bissl Pause, Freunde. A bissl... Ich höre doch was. A bissl Pause. Jetzt kommt doch gleich schon wieder irgendwann. Ich muss jetzt schon kommen. Ah, hier komme ich noch nicht mal durch. Wo muss ich denn dann lang? Moment. Moment mal. Mal hier ging es nirgendwo weiter, ne? Da war ja zu. Hier kann ich auch nicht mehr aufmachen. Okay. Wir müssen mal kurz einmal schauen, wo wir weiter können. Ja, hier oben sehe ich auch nichts, wo ich irgendwie hochklettern könnte.
Fenster könnte man aufmachen, hat aber scheinbar keine Lust drauf. Dann sind wir hier, da kommen wir aber auch nirgends hoch. Wobei, nee, hier können wir nochmal runter. Ah, okay, I see. Hier, ein bisschen kriechen. Was bist du denn da? Pack dein Dildo an und geh. Oh, ich sehe einen Schneepi. Kommt der jetzt hier durch? Der kommt hier durch! Mach euch langsam. Okay, der macht gleich die Tür kaputt. Dann kann ich da gleich durch. Easy peasy, vielen Dank dafür. Wo ist der? Oh, oh. Wer hat denn das da gerade kaputt gemacht? Frage ist, was wäre jetzt die bessere Variante? Oh. Oh oh. Ich glaube, er hat mich gesehen. Hi. Hey. Oh oh. Hier muss ich weiter, glaube ich. Mach dich dünn. Oh oh, da geht's weiter. Schnell, Freunde. Schnell. Schneller. Mach doch mal hinne. Läuft halt echt super lahmarschig, ne? Oh oh, die bekriegen mich. Die kriegen mich so heftig, kriegen die mich. Komm schon! Warum sehen die mich auch so gut? Okay, jetzt ist vorbei. Die kriegen mich. Ja. Ja. Was ist denn da los, Freunde? Warum ist denn der so unsportlich? Ja, hoffentlich endest du nicht so. Naja. Das kann man jetzt so oder so sehen. Und das Thema ist, der ist ja jetzt zwangsweise irgendwann jetzt wieder K.O. Oder? Ja, erstmal über Leichenstiefeln. Nur über meine Leiche. Lässt sich einrichten. Kein Thema. Oh, lass mich doch durch. Mach doch. Okay, sweet. Komm hier hinterher. Oh. Mm. Oh. Hier, komm. Fass ihn an. Fass meinen Schneepi an. Oh. Hä? Holy shit. Hi. Nein. Mach doch raus! Der macht dich raus. Der macht dich raus! Der ist damit durchgekommen. Nein. Oh Gott, ich dachte, die bleiben jetzt mal. Ich dachte, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe. Nein, das ist es nicht. Shit. Ich muss mich jetzt vorbereiten. Wenn der reinspringt, muss ich irgendwie rausspringen. Oder? Muss ich irgendwie. Der macht mich raus. Der macht mich raus. Der hat keinen Bock. Alter, mach doch da raus! Aber bist du ein bisschen. Der ist doof, ne? Hä? Okay, da ist eingestürzt. Da komme ich schon mal nicht weiter. Der eine Typ kommt gleich dahinter her. Aber ich muss doch dann, glaube ich, da raus, oder nicht? Ne, hier kann ich. Oder? Hier weiter? Ach, muss ich weiter. Oh, no way. Ich bin auch doof, ne? Doof bin ich, Freunde. Hier muss ich raus. Schnell! Oh. Huh. Wo bin ich denn? Oh. Huh. Huh. Wo muss ich denn lang? Ich gehe einfach mal hier. Ja, Mensch. Das erklärt, warum ich nicht durch das eine Fenster konnte, ja. Das war nicht, weil er doof war, sondern weil das Spiel an der Stelle gemeint hat, der soll mal auf doof tun. Keine Frage. Das sind immer so stressige Momente, ja.
Grüße. Lockdar, Ugar. Okay, da schon mal zu. Check. Haben wir noch irgendwas Wichtiges irgendwo? Das ist immer so wackelt, ne? Da wird einem so ein bisschen... Ich weiß nicht. The Human Skull. The Human Skeleton. I see. So, was haben wir denn da alles? Medial Pterygoid Plate. Okay. Posterior Nasal Spine. I see. Ja, könnten wir jetzt noch ein bisschen, studieren, Freunde. Ja, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu doof jetzt gerade. Oder? Oder? Da komme ich schon nicht rein. Oh, gucke mal. Es gibt ja eine Standing Ovation, ja. Das ist wahrscheinlich eine Hanging Ovation. Weil die klatschen halt nicht, ne? Ich warte mal kurz. Let's wait just for a while. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Sixth Sense, ja? Abhängen in der Schule. Sixth Sense. Ach, warum will ich mir das eigentlich immer angucken? Ich hoffe, dass es später vielleicht nochmal aufgelöst wird, dass ich da... Oh Gott, wird einem schon ein bisschen schlecht beinahe. Dass man das später vielleicht nochmal angucken kann. In Gänze. Vor allem, warum kann ich ständig in die ganzen Toiletten rein? Hat das irgendwas Wichtiges auszusagen? Dass wir irgendwie auf Toiletten stehen? Oder dass wir vielleicht Toilettenpapier klauen wollen? Vielleicht muss man auch zwangsweise hier nicht rein, aber es gibt einem die Möglichkeit, weil sie ja eh schon die ganzen Skins und Co. dafür fertig gemacht haben. Und dementsprechend haben sie gesagt, so, hey Mensch, okay, pack mal einfach ganz, ganz viele Klos ins Game rein. Ja, haben wir ja einmal fertig gemacht. Passt dann schon. Everything is possible. Eventuelle Versteckungsmöglichkeiten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Theorie ist richtig. Meine Theorie ist richtig. Vor allem, wo hängt die denn? Oh, hier geht's auch rein. Okay, hier haben wir ein Klassenzimmer. Gut, dass die Klassenzimmer halt per se recht ähnlich ausschauen. Ja. Das kann man sogar... Ah! Wenn man sich nicht erschreckt, weil man gerade nicht weiß, wo was passiert ist, ja. Ja, aber hat, oh, hier komme ich gar nicht mal rein. Naja. Jesus Christ, Superstar! What's happening? Okay, komme ich glaube ich nicht. Ach so, okay. Inri. Was hieß denn eigentlich nochmal Inri? Und damals auch im Religionsunterricht gelernt. Was hieß denn nochmal Inri? Wer weiß das noch? Wer weiß das vor allem ohne zu googeln? Oh, hier kann ich auch nochmal rein. Kann ich raten? Nee, lass uns mal, okay. War es nicht irgendwas mit König der Juden oder sowas? War es nicht sowas, Inri? Jesus Christus, König der Juden, irgendwie sowas? Kann das möglich sein? Oh, wer es jetzt stimmen würde, ja? Freunde, also, da bin ich schon irgendwie schon ziemlich krass drauf, ja? Anwälk schon ziemlich krass drauf. Von da kam ich. Ist das schon wieder das Halm? Nee. Das ist der Mittelhof. Hier komme ich auch nicht weiter. Jesus, Nazarenus Rex. Jesus von Nazareth, Kirche der Juden. Ja, Jesus Christus, Kirche der Juden, habe ich gesagt. Ja, es ist halt Jesus von Nazareth. Also war es nah dran. Ja, ich bin trotzdem cool. Ich bin trotzdem cool, Freunde. Ich hab's gewusst, ohne zu googeln. Aber trotzdem danke fürs Googeln. Thank you. Thank you. Hat die Füße von der anderen im Gesicht? Oder hängen die... Ne, die hängen so ein bisschen versetzt. Okay, never mind. Wäre sonst echt ein bisschen ekelhaft gewesen. Es wäre sonst echt einfach ein bisschen ekelhaft gewesen. Hallo? Warum hängen die alle eigentlich... Ich sehe kein Gesicht, ne? Wobei... Doch, da sehe ich sogar Augen. Die sind weit aufgerissen, oder? Sind das die Augen? Ich glaube schon. Und hier hinten ist noch irgendwas lang gelaufen.
Grüße. Oh. La Television. Haben wir noch irgendwo was? Aha! Ja? Verschmutzung von Schuleigentum. Auf eine ganz perverse Art und Weise, Freunde. Oh, guck mal, hier haben wir nochmal die ganzen Sachen vom Hirn. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, kleiner Peter. Du brauchst eine Badehose. Wenn du keine dabei hast, musst du nackig schwimmen gehen. Okay. Okay. Da hinten wird schon zugemacht. Ich geh mal kurz einmal hier schauen. Ach, wer hätte es gedacht? Hier haben wir wieder ein paar Badezimmer, die wir sogar betreten können. Oh, hier ist sogar Blut. Okay, hier gibt es nochmal Partyfreunde. War das jetzt für Männlein oder für Weiblein? Hier steht Jessica. Jessica, Jessica, Jessica. Jessica, Jessica, okay. Jessica scheint gerade ein wenig Probleme zu haben. Ja, deswegen auch wieder das, die extra Rolle verbannt. Die extra Rolle verbannt. Nur für Jessica hat ihr wahrscheinlich ihre beste Freundin einmal drüber geworfen. Ja. Ich habe kein OB dabei, aber hier ist ein Verband. Schieb dir das rein. Irgendwie so. Irgendwie so. So, und hier ist wahrscheinlich langweilig wieder nichts. Vor allem in jedem Jungs Badezimmer oder hier WC-Bereich, bla bla, steht die eine Tür offen. Immer. Always. Always. Warum hat er das Kreuz da so drin? So hängt aber ein Kreuz nicht richtig, mein Freund. So hängt das nicht richtig. Hat das was zu bedeuten? Vor allem, warum ist der einzige, der ein Kreuz hat? Warum? Die anderen nicht. Oh Gott, der guckt schon so verschmitzt, ne? Der guckt schon so... Oh Gott. Wir gehen mal weiter. Na, fliegst du auch gleich runter? Hier komme ich nicht weiter. Ich müsste eventuell gleich mal nachladen, ne? Library. Okay, wir kommen in die Bibliothek. Yo, JC. What up? Warte mal, waren wir nicht hier vorhin schon? Fragen über Fragen, ne? Grüße, Freunde! Preiset den Herrn! Ich lade mal kurz nach. Dann gucken wir mal hier rein und sehen, dass wir nichts sehen, glaube ich. Das ist so korrekt. Was ist das hier, so ein kleiner Arbeitsgruppenraum? Möglich, oder? Wobei ich es eigentlich recht cool finde, muss ich sagen. Das sind schon mal ganz viele Räume. Wobei, ja doch, könnten so Arbeitsgruppen sein, wo man sich hinsetzen kann fürs Lesen. Ja, damit die anderen einen nicht stören können. Ist ja schließlich hier eine Bibliothek. Hier kann ich drüber machen. Oder auch nicht. Nevermind. Nee, ich kann doch nicht drüber machen. Alles gut. Nein, nicht schon wieder. No way. Das war gänzlich unklug. Guck. Kommt da nicht her? Wo ist der jetzt hingemacht? And he disappeared suddenly. Die Musik ist trotzdem irgendwie komisch. Warum man jetzt hier weiter kann, weiß auch keiner, oder? Die Musik ist gerade echt nicht so verheißungsvoll. Auf hier oben lang? Ich sehe vor allem auch hier nicht mehr so weit, oder? Guck mal hier. Oh Gott, langer Gang. Holy shit, was war das denn?
war nicht Library, das war Labyrinth, glaube ich. Maze. Ja, das haben sie einfach mal in Deutsch ausgeschildert. Deswegen Labyrinth. Laufe ich jetzt hier gerade richtig? Wahrscheinlich nein. Wenn der Teil schon kommt, dann laufe ich wahrscheinlich falsch. Hua! Ja, hi. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Alles cool. Alles cool. Ich müsste mich einfach an irgendeiner Seite halten, aber ich bin gerade... Wow. I'm so... So lost. I guess. Die Musik macht mich kirre, Freunde. Ich kann nicht klar denken. Wobei vorhin... Vorhin musste ich ja auch wieder dahin, wo er herkam, oder? Dann war er weg. Das kommt er jetzt nochmal wieder. Nö, kommt er nicht, aber ich komme trotzdem nicht weiter. Oder? Hä? Die Musik ist halt echt einfach kacke, ja? Freunde, was ist denn da los? Oh, ich komme hier sogar. Ich komme hier sogar drüber? I see. Also muss ich doch da lang. Ja, gut, dass ich da so mutig bin, ja? Wäre ich jetzt nicht mutig gewesen, dann wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich da lang muss. Dem wird ja ein bisschen schlecht, weil das die ganze Zeit so flackert, ne? Ein bisschen. Was gibt es hier? Verbände. Jetzt mal aufhören zu schreien? Hab mich voll erschrocken. Also in einem. Auf eine männliche Art und Weise natürlich. Oh Gott. Sieht auch noch so. Und die Mauer aber auch missgebaut, wenn es hier alles so krumm und schief ist, ne? Oh, wobei, kann ich. Nee, kann ich nicht hoch. Gott. Jessica! Jessica! Shit! Shit? Shit, what? Shit, what? Okay, shit, what von vorne. Ich geh zurück. Lauf, Jessica, lauf! Wo läufst du lang? Warte, Jessica, ich weiß doch nicht wohin. Ist das hier überhaupt richtig? Es scheint richtig zu sein. Es scheint richtig zu sein, Freunde. Wir scheinen absolut richtig gelaufen zu sein. Okay, das wollte ich nur einmal machen, der Vollständigkeit halber, damit ich auch jetzt noch weiß, ob ich da durchpasse oder nicht. Ich passe noch durch. Ja, das erfreut das Herz. Ich habe nichts zugenommen. Aber ich muss das ja mal irgendwo hinschieben. Frage ist, wohin? Wo muss ich jetzt hoch? Da hoch? Sieht richtig aus, oder? Hier haben wir nochmal Verband, sweet. Aber hier war gerade das Viech, ne? Ja, lange Treppen führend in die Dunkelheit. Sweet. Hab schon wieder was gehört. Oh Gott, ich will nichts hören. Ach, da geht's weiter. Ey, hört doch mal auf, hier rumzustöhnen. Was ist denn los? Ich hatte nicht alleine. Hallo. Wieder über mir, ne? Könnten jetzt halt auf den Kopf springen. Oh Gott. Alleine schon die Geräusche zu wissen, dass die im Prinzip da über mir sind, ja? Macht die Sache echt nicht schön. Macht die Sache echt nicht schön, ich sage es euch. Wobei, warum kriege ich eigentlich immer? Hallo? Just leave me breathless. Oh, oh. Mach ich überhaupt richtig? Oh, hi. Ja, Mann. Alter, ich bin voll der Mover. Wo muss ich jetzt lang?
Hier, loop. Oh, hallo. Durch. Die ist halt. Nee, das ist nicht zu, okay. Kommt der jetzt mit? Der kommt mit! Nein! Autsch. Ich muss hier, glaube ich, irgendwo weiter. But where? Kann ich bei euch hochklettern? Ich muss doch irgendwo hier weiter. Da ist noch ein Dingens. Lass doch liegen, Jung! Okay, Spiel scheint nicht zu stoppen. Wir wissen Bescheid. Offiziell, Freunde, Spiel stoppt nicht, wenn ich mal kurz eben durchs Kameramenü gehe. Oh, ich will hier weg. Der kommt halt mit. Oh oh. Ich glaube, von der anderen Seite war auch noch was, oder? Ich habe doch gerade Schatten gesehen. Alter, wie schnell macht denn der da durch? Was ist denn los bei dir? Okay, das war auch ziemlich smooth, würde ich sagen. Wie komme ich jetzt wieder hier hin? Komm nicht weiter. Okay, ich habe mich selbst in den Sackgasse manövriert. Na, supi. Aber warum kannst du nicht hauen? Du bist ein gestandener Mann. Mach doch mal. Und tot. Oder auch noch nicht. Aber hier kam ich nicht. Oh mein. Wuhu! Der kommt mir gerade so heftig lang. Aber Arsch, ich vor. Alter. Wo muss ich da weiter? Das ist schon wieder zu viel Stress. Alter. Wobei. Ja, wobei doch hier sieht er mich, ne? Aber der hat mich vorher nicht gesehen. Das war vielleicht doof, jetzt mich da zu zeigen. Autsch. Nimm mal. The mine entrance is usually on the top floor. Ich sehe nichts! Oh, da ist er. Schlug dich. Ich schlug dich. Wo muss ich denn hin? Gut, dass kein zweiter kommt. Das ist halt echt ein bisschen doof, ist der, ne? Wenn ich effektiv nicht weiß, wo ich weiter muss, ist halt auch nicht so geil. Über mir schon wieder. Oh. Stop that, por favor. Alter! Muss ich jetzt hier weiter? Aber der hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein bisschen verweile. Warte mal, interagieren. Oh, was? Kann ich jetzt auch hier durch? Oh, was? Zettel. Hier kann ich mich zumindest verstecken. Oh, wobei kann ich hier durchgreifen? Also noch hat er mich nicht gesehen. Ich bin jetzt auch hier gerade ein bisschen sneaky im Dunkeln. Ich soll vielleicht zuerst mal gucken, wie ich weiterkomme. Kann ich das zumachen? Der kann es wahrscheinlich wieder aufmachen. Okay. Wo würde ich denn jetzt hier weiterkommen? Kann ich da einfach jetzt mich dranhangeln? Nö. Aber da oben stiefelt ja auch einer rum. Da muss ich hier rausziehen. Hier wahrscheinlich irgendwie. Ah, da. Freunde, ich mache mich hier gleich ab, ja? Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Oder im Mondschein. Holy shit, ich bin weg. Okay, der Zettel ist egal. Der Zettel ist heftig egal, Freunde. Ich lasse den Zettel jetzt da liegen. Bam, weißt du Bescheid? Ich bin nicht mehr gründlich. Fuck it. Bin weg. Zettel bleibt jetzt da liegen. Pustekuchen. Nicht richtig?